Wer hätte das gedacht? Sarah Kulkam muss das Camp verlassen. Und dabei haben wir doch alle gehofft, dass der tätowierte Italiener gehen muss. Wir haben diskutiert mit Julian F.M. Stöckel, mit dem Teppichluder Janina Yousefian und mit Sängerin Kim Gloss in der Dschungelshow. Die Highlights jetzt hier. Jetzt wird's richtig böse für uns. Wirklich wahnsinnig heftig, denn die deutschen Mediendienste haben diese kleine Familiensendung bei Bild.de entdeckt und verdientermaßen kritisiert. So schreibt der deutsche Mediendienst DWDL, da sitzen dann ein paar verhaltensauffällige Gestalten in einer Kulisse, die offenbar an den Dschungel erinnern soll, mit ein paar Kunstpalmen und lieblos drapierten Teekissen, aber nur aussieht wie die Vorhölle des Mittelklasse-Solariums. Also, unser Bühnenbildner hat in monatelanger Kleinstarbeit diese Kulisse aus alten Yps-Heften gebaut. Und dann schreibt ihr sowas über uns. Wir haben uns das Ganze zu Herzen genommen und die Sendung vollkommen verändert. Denn das, was wir heute an Gästen haben, danach würde sich das literarische Quartett die Finger lecken. Alle in diesem Format. Eine weitere ganz große Enttäuschung ist ja der bedruckte Henk. Extrem dummer Mann. Dem ist die Dummheit in seinen hohlen Blick geschrieben und quer steht sie ihm im Gesicht. Es war auf dem Zuschneidetisch und nicht ein Teppichgeschäft. Boah, ich finde die Staffel leider sehr langweilig. Mir fehlt ein bisschen, ja, ich hoffe, dass bald mal ein bisschen Streit, dass es mal mit den Streitereien losgeht und Lästereien und... Ja, weißt du, was ich ja glaube? Dass alle guten Leute abgesagt haben und sie einfach die nehmen mussten. Das waren die letzten, die noch nicht da waren, als ich meinen Herpes hatte plötzlich. Oh Gott. Und dann saß und dann, ist das eigentlich schlimm da? Ich würde gerne mal die Freundin mal fragen, ob der tätowierte Italiener irgendwie gut im Bett sein kann. Und vielleicht lässt sich auch Rio gern von beiden Seiten spielen. Oh, das glaube ich auch. Also sorry, das ist ja totale Pussy. Boah, bist du groß. Ja, Ingo. Bist du schon immer so groß gewesen? Oh. Die beiden. Ich finde, dass Maren gewinnen sollte. Ja. Maren ist wenigstens sympathisch. Na, hat sie auch noch gesagt, ich tritt dir doch noch schön in die Eier. Ja, das fand ich auch geil. Das Camp verlassen muss. Es tut mir leid, Sarah. Was? Oh. Ich bin schockiert. Warum das denn? Das gibt's ja nicht. Hätte ich nicht gedacht. Aber er hat sich auch, hast du gesehen, er hat so gemacht. Oh, scheiße, warum bin ich nicht rausgewählt worden, Leute? Dann walte ich hier mal meines Amtes und verabschiede mich von Sarah, von der ich mehr erhofft habe. Australien wird sehr enttäuscht sein. Tja, die Stöckel wünscht sich natürlich das, was sie sich schon seit 10 Tagen wünscht. Ich hoffe, dass sie sich morgen denn die Extensions rausreißen, die Augen auskratzen, sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen und versuchen, alles quasi zu tun, um dem anderen wirklich alles zu zerstören. Darauf warte ich und ich hoffe, dass wir das morgen sehen und dann richtig schön. Das ist der Dschungelmann, hier wird gedschungelt.